Hallo, liebe Nähfreunde. Heute nähen wir ein Kleid mit einer Applikation von Schmetterlingen. Ich benutze dabei das Seidenpapier oder Schnittmusterpapier von Burda. Und dann habe ich außerdem noch ein Satinbändchen und Zickzackglitzer Schleifen. Wir fangen an damit, erstmal eine Schleife und eine Zickzacklitze vorne aufzubringen. Das heißt also, dass unsere Borte einfach aufgelegt wird mit der rauen Kante und dann wird die Litze draufgelegt und unter die Litze lege ich eine kleine Schleife. Und zwar schneidest du am besten erstmal ein paar Schleifen, die sind 9 cm lang und dann faltest du das auf die Mitte. Und die werden einfach unter die Litze gesteckt und dann können wir das annähen. Das wird nachher mit einem Zickzackstich angenäht. Also ich mache das jetzt für alle, 2 vorne, 2 hinten, dann die Litze drüber stecken und das war's auch schon. Wir sind soweit und können das annähen. Unser rückwärtiges Teil kommt aus 2 Teilen, also es muss erstmal abgekettelt werden und dann zusammengenäht und auseinandergebügelt werden, die Nähte. Dann kann ich hier auch meine Borte auflegen, also wirklich tatsächlich raue Kante auf raue Kante, ganz ganz einfach meine Schleife aufstecken und dann die Litze drüber. Und dann wird das mit einem kleinen Zickzackstich so aufgenäht, dass ich natürlich diese Borte gut fasse und das Ganze schön sauber aussieht und gleichzeitig ist es natürlich viel, viel flacher, als wenn ich das jetzt eingeschlagen hätte, ne? Als nächstes bringe ich jetzt erstmal den Körper von meinen kleinen Schmetterlingen auf und zwar muss ich den durchpausen. 8-mal, jawohl, 8-mal! Und dann wird das Ganze aufgelegt und dann kann ich nämlich genau auf diesen Linien, die ich hier gemalt habe, drauf steppen. Also das wird dann ganz ordentlich und dann super. Also leg die dir mal so rauf, wie du sie gerne hättest und dann kannst du sie wieder runternehmen, fängst mit einem an, das dir richtig hinzulegen, wie du es haben möchtest und aufzustecken. Und dann werden wir da mit dem Dreifachstich diese schwarzen Linien einfach nachnähen und ich finde das auch besonders schön, wenn man jetzt verschiedene Farben benutzt, sagen wir mal für den Körper und für die Antenne, also es ist richtig eine schöne Sache, ne? Nicht für die Antenne, das ist ein bisschen Englisch, nicht? Fühler, also für die Fühler benutzt man dann eine andere Farbe als für den Körper und das ist natürlich eine schöne Sache. Dann näht man erstmal alles das, was man mit Weiß nähen wollte, auf der Vorderseite und auf der Rückseite von dem Kleid und dann näht man alles, was man rosa will oder rot oder gelb oder wie auch immer, bis man dann fertig ist. Bei den Fühlern ist es natürlich etwas schwieriger, also wirklich tatsächlich meistens nur ein Stich und dann auch schon wieder Nadel runter, Füßchen hochdrehen, ein Stich, Nadel runter, Füßchen hochdrehen. Also das dauert eine ganze Weile. Also ich war dann den ganzen Nachmittag mit beschäftigt und dann kann ich mir das wieder runterlegen, neue Farbe. Und wenn ich fertig bin, wird das Papier einfach abgezogen. Das ist also tierisch einfach, siehst du hier, da bleibt also wirklich nichts drin hängen. Und dann kann ich mir die Schmetterlinge, die in die andere Richtung gehen, aufstecken und genauso natürlich auch aufnähen, bis ich dann alle fertig genäht habe. Und da war dann schon Nachmittag fast vorbei, als ich mit denen fertig war, ne? Als nächstes bringe ich jetzt meine Flügelein auf und da nehme ich einfach Reste, alles was ich so in meiner Kiste hatte. Ich würde dir empfehlen, die natürlich mit diesem Bonda Wonderweb aufzubügeln. Das ist wesentlich einfacher als das, was ich hier mache. Und da die ja so ein bisschen sich überschneiden, nimmst du also eine Seite wieder runter und steckst die an. Wenn es aufgebügelt ist, ist es natürlich einfacher. Und wir nehmen hier einen Knopflochstich, also wirklich runterstellen bis 1 oder gerade drüber. Die Spannung muss natürlich auch runter auf Knopflochstich sein und dann wird hier das Ganze einmal rundherum mit Satinstich abgesteppt, umzackelt. Wie sagt man das? Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall einmal genau rum und
Das ist auch wieder so eine Sache, die eine ganze Zeit braucht, aber es sieht wirklich ganz, ganz süß aus. Und du kannst natürlich sogar für jeden Flügel eine andere Farbe nehmen, ne? Also wer jetzt gerne seine Fäden andauernd wechselt, kann das ruhig machen. Und dann nehmen wir die nächsten Flügel und legen den auf. Und die überschneiden sich ja so ein bisschen. Und da gehen wir dann auch rum. Und wenn du fertig bist, ist es also eine ganz, ganz süße Sache, finde ich. Also sie sind ganz, ganz goldig. Jetzt nähe ich noch ein paar Schleifen auf. Vielleicht ein bisschen viel mit den Schleifen. Also man hätte auch die Schleife und das Bändchen weglassen können. War nicht unbedingt notwendig. Wäre vielleicht schöner gewesen ohne. Ich wollte euch hier mal zeigen, wie man das mit einem Gummizug unten näht, das Ärmelchen. Man kann das natürlich auch aufgeschlagen lassen. Also wenn du jetzt einen Gummizug anbringen willst, dann würde ich dir empfehlen, nicht wie ich hier das mache, 2 Inches, also es sind 5 cm abzuschneiden, sondern eher 7 oder sogar 8. Das ist einfach zu lang gewesen. Das siehst du, wenn das Kleid fertig ist. Dann wird das hier abgekettet. Ich habe außerdem einen Gummi mir schon mal geschnitten, 8 Inches lang. Aber das sind 20 cm, aber ich muss euch ehrlich sagen, also wirklich abmessen bei deinem Kind, wie viel du da brauchst, ja, und sich nicht darauf verlassen. Marina hat aber gesagt 8 Inches, Entschuldigung. Also misst das nach und dann kannst du deine Ärmel einbringen und zwar rechts auf rechts natürlich, ans Vorderteil und Hinterteil angenäht so und dann wird das abgekettet und zur Körpermitte gebügelt jeweils, die Nahtzugaben und dann steppen wir die nochmal ab und zwar auch hier habe ich auf meinem Füßchen da, wo ich das Plastik nicht mehr sehen kann, das nehme ich immer als Linie, das funktioniert ganz super, das ist genau die richtige Distanz, das sind glaube ich 2 oder 3 mm und dann siehst du hier, wie schön gleichmäßig das wird, wenn man das an der Linie entlang laufen lässt, dann wird das hier abgekettet, mein Besätzchen. Und dann kann ich den Besatz anstecken. Ist natürlich etwas einfacher, als wenn ich einen Puffärmel habe, wie bei vielen anderen Videos zu diesem Thema. Es ist also wirklich ganz, ganz simpel. Einmal rundherum annähen und dann so zurückschneiden, ganz bis in die Ecke natürlich dort, wo diese Rundung ist. Denn man muss das ja auch drehen können und dann die Kante da auf der anderen Seite auch nochmal über die Ecke abschneiden. Und jetzt werde ich das Ganze nochmal absteppen, also die Nahtzugabe auf den Besatz steppen. Ganz, ganz wichtig, damit was professionell aussieht und wirklich schön fällt. Das gibt dir eine ganz tolle Kante, die nicht rausrollt und das macht auch das Bügeln einfacher. Also immer das machen, soweit man gehen kann. Du kannst nicht ganz am Anfang anfangen, aber so ziemlich und dann gehst du so weit, wie du kannst und dann hörst du auf. Und du kannst hier sehen, der Stich ist also auf dem Besatz und der Nahtzugabe und nicht auf dem Außenstoff. Dann stecken wir den Besatz unten nochmal fest und dann wird er angenäht. Und zwar nähe ich hier von dem Anfang, das ist jetzt mal Rückenteil, vom Anfang des Ärmels einmal ganz rum bis zu dem Ärmel. Du kannst also da nicht weiter nähen oder ich meine, du könntest natürlich ganz bis zum Ende nähen. Das sieht aber nicht gut aus. Ich habe das bei meinem ersten Kleid so gemacht und weil du ja diese Rundung hast, ne, wo der Verschluss ist, sieht das einfach überhaupt nicht gut aus. Also wirklich nur bis zum Ende des Ärmels nähen hier. Dann kannst du deine Nadeln rausziehen, natürlich, und hier den Rest von dem Besatz von Hand gegennähen. Oder du kannst, wie ich das in diesem Video mache, so ein Dreieckchen da reinnähen. Ich finde das jetzt gar nicht so schön. Also ich habe das nur bei den ersten Kleidern gemacht und nachher tatsächlich immer von Hand, weil ich das viel schöner fand, muss ich ehrlich sagen. Jetzt bringen wir die Knöpfe an von Snapply und zwar ist hier immer wichtig, dass man seine Aale von oben durch alle Lagen ganz gerade durchsteckt, damit man die in die richtigen Positionen bekommt. Ja? Und dann wird die flache Seite von unten auf rauf gesteckt und dann die mit dem Wulst rundherum kommt zuerst drauf, also an das untere Teil des Verschlusses und dann von oben, flacher Knopf oben aufgelegt. Und dann der mit dem scharferen Wulst, also dem höheren und schmaleren Wulst, der kommt darauf. Und der passt in den breiteren Wulst rein, wenn man das dann zusammendrückt.
Also eine ganz tolle Sache, diese Knöpfe, das ist also wirklich 0, nichts. Und jetzt machen wir unsere Seitennaht vom Ärmel bis zum Saum. Abketteln, bügeln und wenn dann sich irgendwas da zu stramm ist, dann einschnipsen. Wir haben ja unseren Ärmelsaum schon hochgebügelt, den kannst du stecken oder das auch lassen. Einfach so jetzt auf der Kettelnaht absteppen und natürlich eine Lücke lassen, damit wir unser Gummiband-Dummi durchziehen kann. Das hast du ja abgemessen und es ist wirklich überraschend, wie viele Leute versuchen, also so ein Gummi ganz ohne Sicherheitsnadel durchzufummeln. Habe ich immer wieder erlebt in meinen Nähkursen, echt ohne Witze. Die sitzen dann da ganz lange und sagen, ich kriege das nicht hin. Und dann sage ich, nein, hast du keine Sicherheitsnadel? Und dann sagen die, ach so. Und da ist mir natürlich klar, wer also anfängt zu nähen, der weiß das unter Umständen gar nicht. Also Sicherheitsnadel, liebe Leute, ne? Ganz einfach. Und hier kannst du sehen, dass das also echt nicht so schön ist. Das ist wirklich viel zu lang, mein Ärmelchen. Wie gesagt, war eins meiner ersten Kleider und man lernt ja auch dazu, ne? Und dann wird unten alles abgekettelt. Und jetzt machen wir den Saum. Und da, wo wir die Seitennaht haben, sind die Nähte ein bisschen dick. Da kannst du die einschnipsen. So, und dann die eine Naht in die eine Richtung drehen und die andere in die andere Richtung und dann ist das wesentlich flacher. Ich nähe das jetzt von außen, 1,5 cm. Es kommt natürlich auf deinen Saum an, den du, wie hoch du den hochgebügelt hast, ist ja auch Geschmackssache, ne? Und dann sind wir schon wieder fertig mit diesem Kleidchen, ist natürlich von einer Serie. Also wer jetzt Lust hat, noch mehr sich anzugucken, ich habe das in allen möglichen Varianten genäht, dieses Kleid. Und du kannst es natürlich mit Puffärmeln nähen, da brauchst du dann das Amelie-Schnittmuster auch dazu. Und Ella hat für ihre Tochter Magdalena dies hier als Santa Claus-Kostümchen genäht, also das fand ich ganz besonders süß. Ganz besonders festlich ist diese Variante hier. Und wer gerne so ein Prinzessinnenkleid zum Verkleiden, aber einfach auch zum gemütlich Anziehen hätte, für den gibt es natürlich auch was. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!